Die letzten 13 Monate waren ein Härtetest für diese Gesellschaft und sie waren ein Härtetest für jeden einzelnen Menschen in diesem Land. Was sich gezeigt hat, ist, wie gespalten dieses Land ist. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Was wir brauchen, sind inklusive Strukturen, die für alle Menschen funktionieren. Die größte Herausforderung liegt vor uns. Das ist die Bekämpfung der Klimakrise. Und diese Gesellschaft wird mit dieser Herausforderung nur umgehen können, wenn die Menschen sich mitgenommen fühlen, wenn sie bereit sind zu den großen Veränderungen, die vor uns liegen. Damit das passiert, brauchen wir Begegnungsräume. Menschen müssen die Gelegenheit haben, egal welchen Hintergrund sie haben, ob sie arm sind oder reich, ob sie behindert sind oder nicht, miteinander ins Gespräch zu kommen und darüber zu diskutieren und darüber zu entscheiden, was der richtige Weg ist für uns alle. Wir brauchen Strukturen, die tatsächlich für alle funktionieren. Wir brauchen einen Staat, der da ist für die Menschen, wenn sie ihn brauchen. Wir brauchen keinen Staat, der gängelt. Wir brauchen einen Staat, der für mehr Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sorgt. Wir müssen in den nächsten 4 Jahren, wenn Grüne im Bund regieren, Hartz IV überwinden. Wir brauchen eine Garantiesicherung. Darüber hinaus brauchen wir eine Kindergrundsicherung, damit klargestellt ist, dass uns jedes Kind gleich viel wert ist. Und dann brauchen wir endlich einen inklusiven Arbeitsmarkt, damit Menschen mit Behinderungen nicht in Sonderwelten abgeschoben werden, sondern einen ganz normalen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden. Ich habe in den vergangenen Jahren mit voller Energie und vollem Einsatz für eine inklusive Gesellschaft in Berlin gestritten. Ich möchte diese Arbeit fortsetzen und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr das unterstützt.